sonido. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir diesen Make-up-Look nachschminken. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn es geht los. Also wir starten gleich mal mit den Haaren. Und zwar habe ich mir hier zwei so Haarsprays besorgt, die in der Farbe grün sind, also so Color-Sprays. Okay, so sieht meine Hand aus. Ich werde mir jetzt hier mal Haargel nehmen und versuchen, die Haare nach hinten zu gelen, um diesen Look zu erreichen, den Joker auch hat. So, gute Neuigkeiten, Leute. Die Farbe ist wieder komplett rausgegangen aus den Händen. Das heißt, wir können jetzt weitermachen mit dem Make-up-Look. Wir fangen erstmal mit der Foundation an. Dazu nehme ich einfach hier einen super hellen Concealer, mixe den mit meiner Foundation und gebe hier noch ein bisschen was von der weißen Theaterschminke hinzu, damit mein ganzes Gesicht einfach weißer ist, weil Joker einen sehr, sehr hellen Teint hat. So, das Ganze vermische ich jetzt hier auf meiner Hand. Und dann trage ich diese helle Foundation auf mein ganzes Gesicht auf. Als nächstes setze ich mein Gesicht mit diesem Setting Powder von Catrice. Dazu gehe ich einfach mit dem Pinsel hier rein und verteile das Puder ganz grob auf dem Gesicht, damit das Gesicht nicht so glänzt wegen dem Make-up. Dann geht's weiter mit dem Konturieren und zwar verwende ich jetzt hier von Charlotte Tilbury Filmstar Bronze and Glow. Verwendet auf jeden Fall einen Farbton, der nicht zu orange ist und nicht zu warm, damit ihr bessere Schatten erzeugen könnt. Ich gehe hier auch richtig stark rein mit dem Contouring, also spart daran auf jeden Fall nicht. Dann gehe ich mit einem Blenderpinsel in genau den gleichen Ton nochmal und verteile das auf meinem Lid. Das machen wir, um einen Schatten zu erzeugen und um die Augen größer wirken zu lassen. Ihr müsst da auch nicht irgendwie genau oder so arbeiten, sondern der Look kann schon auch ein bisschen schmuddeliger quasi sein. Das Ganze verteile ich dann auch noch am unteren Lid. Und das erzeugt dann jetzt einen etwas kränklicher aussehenden Look, den ich ganz cool finde an Halloween. Wir benutzen auch hier ein bisschen Highlighter. Ich würde euch empfehlen, da auch eine sehr helle Highlighterfarbe zu benutzen, weil das sonst einfach komisch aussieht, wenn ihr so helle Foundation habt und dann so einen dunklen Highlighter. Dann geht's weiter mit den Augenbrauen. Hierzu verwende ich einfach einen ganz normalen Augenbrauenstift. Meine ist jetzt von Kiss und den verteilen wir jetzt einfach auf den kompletten Augenbrauen. Ich achte darauf, dass ich die Augenbraue ein bisschen höher ansetze und auf jeden Fall auch ein bisschen in die Länge ziehe. Dann geht es weiter mit den Augenbrauen und zwar werden wir die jetzt grün färben. Hierzu verwende ich ein grünes Puder und gehe hier mit einem Augenbrauenpinsel rein. Wir werden jetzt die ganze Farbe einfach über unsere Augenbraue verteilen. Konturieren wir jetzt noch die Nase, weil Joker eine sehr, sehr schmale Nase hat, versuchen wir die auch sehr schmal nachzuzeichnen.
Ich gehe hier unten einfach unterhalb der Nase ein bisschen mit dem Contouring Powder entlang, um die Nase auch ein bisschen angehobener und kürzer zu machen. Und dann gehe ich mit dem Puder hier ganz nah am Nasenrücken entlang und versuche, die Nase einfach sehr schmal zu zeichnen. Und dann verblendet das auf jeden Fall noch ein bisschen, weil sonst habt ihr einfach nur zwei Streifen auf eurer Nase. Dann geht es weiter mit Lidschatten. Und zwar verwende ich hier einfach so einen lila Lidschatten. Schaut da einfach, was ihr zu Hause habt. Es kommt jetzt nicht drauf an, exakt denselben Farbton zu haben, sondern versucht einfach in die Richtung Schwarz und Lila zu gehen. Und den Lidschatten verblende ich auf jeden Fall hier sehr weit nach außen Richtung Augenbraue. Dann nehme ich mir einen flachen Lidschattenpinsel und verteile die genau selbe Farbe nochmal am unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich einen Crease Brush und nehme von dieser Palette einen dunkleren lila Ton. Den verteile ich dann hier am Rand und arbeite die Farbe in die Crease ein. Das dann in etwa aus. Dann machen wir weiter mit Eyeliner. Wir werden eine dicke Schicht Eyeliner auftragen und den Eyeliner auch schön weit nach außen ziehen und einen Winged Liner machen. So in etwa. Dann kommen wir schon zum nächsten Step, und zwar sind das Fake Lashes. Ich habe mir hier welche von Adele besorgt. Die nennen sich 207 Black Double Up. So, die Wimpern sind auf jeden Fall drauf. Dann geht es weiter mit Mascara. Wir werden die unteren Wimpern ein bisschen tuschen. Und dann tragen wir noch schwarzen Eyeliner auf unsere Wasserlinie auf. Jetzt geht's weiter mit den Lippen. Und zwar verwende ich hier einfach einen Lip Liner. Der ist von P2 in der Farbe 32 Brownie Baker. Das ist ein dunkler Rotton. Den werden wir jetzt am Lippenrand auftragen. Ich zeichne auch mein Lippenherz relativ spitz. Und dann fülle ich die Lippen aus mit diesem roten Lippenstift von MAC in der Farbe Russian Red. Das ist ein matter Lippenstift. Dann geht es weiter, indem wir eine Narbe aufzeichnen werden. Hier oberhalb der Augenbraue. Sieht das Ganze dann aus. Und dann würde ich sagen, können wir noch ein bisschen schwarzen Lidschatten verwenden, um den Look ein bisschen zu intensivieren. Dafür nehme ich hier einfach einen schwarzen matten Lidschatten, gehe in einen Blenderpinsel und verteile das Ganze nochmal hier am Auge. Dann gehe ich auch nochmal in den lila Ton und verteile das nochmal unterhalb des Auges. Dann geht es weiter mit den Tattoos. Ich habe mir die jetzt einfach hier bei Amazon bestellt. Ihr könnt das natürlich auch aufzeichnen, wenn ihr möchtet. Aber ja, ich habe jetzt einfach mal mich für die einfache Variante entschieden und klebe die mir einfach auf.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Darüber würde ich mich super, super freuen. Und ja, vielleicht macht ihr den Make-up-Look ja nach. Dann könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben. Und ich würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao! Focused, overdose, slow poke, don't choke, this is a psychosis, kitty cat.